Hi, ich bin's wieder, Marc von Ride First, und heute das zweite Video zu dem Thema: Darum brauchst du, und heute ist das E-Mountainbike. Ja, ich muss das jetzt mal hier so spontan filmen, weil nach der letzten Folge darum brauchst du ein Biobike, also die möglichen Gründe, warum ein Biobike besser zu dir passen könnte als ein E-Mountainbike, darf natürlich jetzt das Gegenstück nicht fehlen. Und ich bin darauf angewiesen und habe auch mega Bock drauf, mal in den Kommentaren zu gucken, wie war eure Entscheidung? Habt ihr euch fürs Biobike, fürs E-Mountainbike entschieden? Und was waren denn die Gründe, wenn es das E-Mountainbike war? Ich sammle jetzt mal 5 mögliche Gründe und ihr ergänzt das bitte mal. Und dann können die Leute, die noch vor einer Entscheidung stehen oder in einem näheren Umfeld, Familie, Freunde, Leute haben, die die Entscheidung treffen müssen, haben dann auch mal Argumente. Genau. Hier seht ihr das schöne Stück. Das ist mein E-Mountainbike. Schön simples 29er. Punkt 1, warum man ein E-Bike brauchen könnte. Und zwar, das ist der Spaßfaktor. Ja, es macht viel Spaß. Und jetzt kann man sagen, ein Biobike macht auch Spaß. Aber viele haben schon so einen Aha-Effekt. Die fahren dann los und oh, das macht aber besonders viel Spaß. Gerade weil viele Leute ja vielleicht auch schon viel Fahrrad in dem Leben gefahren sind oder auch schon viel Mountainbike. Und jetzt mal so einen neuen Reiz zu kriegen, neue Spielwiese eröffnen sich. Ja, das macht einfach, man hat ein Grinsen im Gesicht. Also es macht eine Menge Spaß. Und das kann man schon als wichtiges Argument zählen, also auf jeden Fall. Es ist übrigens kein Mofa-Feeling, sondern es ist halt das E-Bike-Feeling, das Spaß macht. Grund 2, warum ein E-Bike für dich super passen könnte, ist folgender. Und zwar ist es ja so, der Motor, der macht das E-Mountainbike sehr vielseitig. Was hat der schon eine Schaltung? Schauen wir mal hier, hier ist schon eine gute Schaltung. Und da ist jetzt noch wie eine zweite Schaltung der Motor. Das heißt, man kann sich super anstrengen, es geht in beide Richtungen. Man kann aber auch sich schonen und Kraft sparender fahren oder auch entspannter fahren. Da komme ich nachher in einem anderen Punkt nochmal zu, dieses entspannte Fahren. Aber entgegen des Irrglaubens, den viele haben, nach dem Motto, ja, ist ja ein E-Mofa, ist ja dann nicht mehr ehrliche Radethik, wenn man da quasi schummelt, in Anführungszeichen. Das bleibt dir komplett selber lassen. Nur ist jetzt eine neue Option. Du kannst den Motor dazuschalten, und ich kenne es auch in keiner anderen Sportart, dass es sowas irgendwie dazu kam. Weil du musst ja noch was machen. Du kannst dann den Knopf drücken und einfach rollen und dich nicht mehr anstrengen. Zum Beispiel ein E-Tretroller. Ich sehe da keine Leute, die dann noch treten mit auf dem Boden, so wie mit einem Tretroller, sondern die machen einfach Motor an und fahren. Und das ist hier nicht. Deswegen ist es sehr unique. Und dieses, ja, diese Vielseitigkeit ist super für die Trainingssteuerung. Und ja, und die anderen Punkte dazu kommen gleich noch, warum diese Vielseitigkeit so perfekt ist. Ja, und wenn man sich dann entscheiden muss, mehrere Bikes oder eins, nimmt man natürlich gern das Vielseitigere. Bitte ergänzt schon mal, wenn euch jetzt bei den Punkten was auffällt, was ich vergessen habe, bitte in die Kommentare rein. Und ansonsten generell, wenn ihr jetzt den Neustart des Kanals mitverfolgen wollt, abonnieren, liken und so weiter, kennt ihr ja. Der dritte Punkt, warum ein E-Mountainbike echt super ist, ist nämlich folgender. Und zwar ist es sehr familienfreundlich. Also ich bin jetzt, gehe auf die 40 zu, bin schon seit 5 Jahren Papa, und ich habe das E-Mountainbike in der Zeit viel mehr genutzt als in den Jahren vorher. Da gibt es verschiedene Optionen. Ich habe zum Beispiel meine Tochter auf dem Sitz auf dem Oberrohr gehabt. Ich mache mal kurz das Bild rein, damit ihr das mal sehen könnt. So, dann ist es schön, wenn man Kinderanhänger hat, wenn man, gerade wenn es halt nicht im Flachland ist, dass man dann ja mit dem Kinderanhänger ein oder mehrere Kinder, dann das ganze Zeug noch, dann vielleicht noch das Laufrad dran machen, dass man dann trotzdem die Berge gut hochkommt. Da ist E-Bike super. Und es ist auch demokratisch, wenn man jetzt zum Beispiel ja verschiedene Leistungsklassen sportlich gesehen hat in der Familie. Mit dem E-Mountainbike wird alles wieder, kann man alles auf eine Linie bringen. Und dann hat man halt nicht diese Konflikte, die entstehen können, wenn man halt in der Familie fährt und die einen sind super fit und sportlich und die anderen halt nicht und verlieren dann den Spaß, dann gerade wenn es bergauf geht.
der nächste Punkt, warum ein E-Bike vielleicht perfekt für dich ist. Und zwar, vielleicht bist du ja auch so jemand wie ich mag es so sehr, Neues zu erkunden, also im Explorer-Modus unterwegs sein. Und das geht mit dem E-Mountainbike halt echt mega, weil man einfach, wenn man unterwegs ist, man kann einfach irgendwo sagen, ich fahre jetzt hier hoch, ich weiß gar nicht, ob es da irgendwas Tolles gibt, aber ich weiß ja, im Endeffekt will ich nachher zu dem Gipfel da und der Weg sieht gut aus, ich probiere ihn aus. Und wenn der Weg halt nicht geklappt hat, weil er dann irgendwo zu Ende ist und da ist einfach nur ein Futterstand oder ein Jägerstand oder so im Wald, dann biegt man halt, fährt man zurück und nimmt einen anderen. Das heißt, dadurch, dass halt der Motor unterstützt, dass man eine Reichweite hat, Unterstützung, kann man halt deutlich besser erkunden, weil man einfach viel mehr das Risiko eingeht, einfach Wege zu fahren, die dann doch nicht so toll sind. Aber es kann vielleicht auch der schönste Weg sein, den du je gefahren bist. Du musst dich nur halt trauen. Und mit dem Biobike wägt man halt mehr ab, weil man weniger Auffahrten schafft als sonst. Genau. Und deswegen, also zum Erkunden, perfekt. Jetzt kommt noch ein Top-Grund, warum das E-Bike vielleicht super für dich ist. Und zwar, was man ganz klar sagen kann, und zwar das E-Mountainbike, wie ihr es hier schön seht, kann man natürlich auch, ja, ich sag mal sagen, noch alltagstauglicher ausrüsten mit Schutzblechen oder hier kann man noch einen Gepäckträger dran machen und so weiter. Und was ganz klar ist, dass ja, dieses vielseitige Sportgerät kann auch nicht nur zum Radsport benutzt werden, sondern auch zum Radfahren. Da kommt wie bei der Familienfreundlichkeit nochmal dieser basisdemokratische Aspekt dazu. Und zwar, ja, Radsport ist Rennrad, Mountainbiken, es gibt so viele Disziplinen, ja. Was hat immer so einen sportlichen Aspekt. Das ist ja auch super. Den kann man, wie ich in dem einen Punkt gesagt habe, mit dem E-Mountainbike genauso haben. Man kann schwierige Sachen bergauf fahren, man kann mehr Auffahrten in der gleichen Zeit, man kann sprinten, man kann Motor ausmachen. Also man kann es immer noch als Sportgerät voll krass nutzen, man muss aber nicht. Und das spricht halt dann die Leute an, die vielleicht Fahrradfahrer sind, aber keine Radsportler. Und entweder ist das E-Mountainbike dann der erste Schritt, zu sagen, okay, durch das E-Mountainbike komme ich jetzt ins Gelände. Und so auf einmal wird das Radfahren auch wieder etwas mehr zum Radsport oder vielleicht so eine Mischform. Ich finde es aber auch völlig okay. Da muss ich sagen, da bin ich einfach, ja, ich teile gerne die Freuden, die ich habe. Und eine Freude im Wald Fahrrad zu fahren, in der Natur. Wenn das mehr Leuten möglich ist, die aber eigentlich gar nicht sportlich unterwegs sind, dann gönne ich denen das und finde das okay. Es gibt Radsport, es gibt Radfahren. Und jetzt kommt der Punkt, die Leute, die halt nicht richtig Radsport machen mit dem E-Mountainbike, mit dem E-Bike, nicht krass leiden, sich nicht krass auspowern, trotzdem bewegen die sich mehr wie viele, die andere Hobbys haben, wie zum Beispiel Zocken oder, ja, es gibt viele Hobbys, die vielleicht auch generell positiv sind. Kreatives, Kunst ist positiv, aber du bewegst dich nicht. Und der menschliche Körper ist für Bewegung. Und da ist Radfahren, das weiß man aus vielen Studien, schon mal sehr gut. Es muss nicht der krasse Radsport sein. Kontroverser Punkt, was meint ihr denn dazu? Weil das war so in den Kommentaren beim letzten Mal auch immer das große Thema mit dem Leiden, sich quälen. Ja, es gibt auch Studien, die sagen, mit dem Biobike hast du mehr Muskelaufbau als mit dem E-Bike. Andere Studien sagen, E-Biker fahren einfach mehr, weil sie weniger Hemmschwelle haben, quasi sich aufs Rad zu schwingen jeden Tag. Deswegen ist es sogar noch positiver. Ja, können wir mal in die Kommentare schreiben. Ja, bin ich mal gespannt. Fahrt ihr mehr? Fahrt ihr sportlicher? Fahrt ihr weniger sportlich? Ein bisschen bequemer einfach? Quält euch nicht mehr so? Ich bin gespannt. Jetzt kommt der Aspekt hinzu, dass Leute, die vielleicht vom Radsport, vom Mountainbiken Spaß gefunden haben am E-Mountainbiken, dann auch wieder mehr zu Radfahrern werden. Oder halt viele, die vielleicht in der Jugend oder früher Radsport gemacht haben, dann beruflich, Familie gegründet, Haus gebaut, Jahre bis Jahrzehnte kein Biken gemacht haben, weder Rennrad noch Mountainbike, die kommen mit dem E-Mountainbike vielleicht auch durch Jobleasing oder so wieder aufs Rad. Und dann kann es sein, dass sie neben der Leidenschaft im Hobby E-Mountainbiken auch merken, hey, ich mag auch gerne im Alltag wieder mehr Radfahren. Es muss dann vielleicht nicht E-Mountainbike sein, aber entweder ein normales E-Bike oder normales Stadtrad. Auf einmal werden dann Pendelstrecken, Einkäufe, zum Kindergarten fahren, die Kleinen, was auch immer, werden auf einmal auch mit dem Fahrrad gemacht. Was vorher, also ich kenne wirklich einige Fälle, wo das so ist. Das ist jetzt kein abstraktes Ding. Genau, also durch das E-Mountainbike kommen Leute wieder zum Radfahren an sich
und werden dann im Sinne auch der Umweltverträglichkeit, der Verkehrswende mehr zu Radfahrern wieder. Super Sache. Und ja, war es bei euch vielleicht auch so? Wie ist das? Fahrt ihr denn auch zum Beispiel eure Urlaube anders? Plant ihr jetzt Fahrradurlaube? Also jetzt nicht unbedingt eine Radreise, aber irgendwo hinfahren, wo man weiß, ich fahre dahin, um E-Mountainbike zu fahren. Und ja, anstatt vielleicht wie früher einfach nur am Strand liegen, oder manche machen ja auch Partyurlaub oder so. Also bin ich mal gespannt, was ihr sagt. So, jetzt will ich den Abschluss machen. Und zwar der eine Punkt, boah, da wollte ich zwei nochmal kurz zusammenfassen, weil eigentlich hatte ich meine Top 5 jetzt schon, aber weil es im anderen Video drin war, ihr wohnt in der Gegend, wo es sehr viel steile Anstiege gibt, dann ist auch vielleicht ein E-Mountainbike genau das Richtige für dich, weil du einfach dann noch mehr fahren kannst in der gleichen Zeit. Und ja, die steilen Anstiege nehmen die, haben dann ein bisschen den, verlieren den Schrecken, wenn du vielleicht älter bist, eingeschränkt oder halt oft gesundheitlich. Zum Beispiel im Kindergartenkind hatte ich das. Da war ich froh, dass ich ein E-Mountainbike hatte, wo ich so oft dann die Infekte hatte, und trotzdem konnte ich dann schnell wieder aufs Rad. Genau. Und der andere Punkt ist, ja, dieses Technische, das wollte ich auch nochmal gesagt haben. Also ich weiß, gerade bei den Herren der Schöpfung hier gibt es auch viele, die fachsimpeln dann doch mal ganz gerne über Technik, ne? Und tauschen sich aus über Newtonmeter, Wattzahlen, Motor. So, mal gucken, was ich vergessen habe. Bitte steinigt mich nicht. Und danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Marc Brodesser, herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute in Olsberg mit Marc Brodesser. Ja, zeig mir der Marc Brodesser, der gerade hinter der Kamera steht. Deswegen ist ja Marc Brodesser heute bei uns. Schön, dass du da bist. Hallo. Hi, Marc. It is day two of our little snow adventure and Marc here. Has brought us some crazy snow bike. Marc Brodesser ist bei uns, herzlich willkommen.